willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zu unserer Talkrunde Klartext im Gespräch mit Kaspar Haller. Bis zur Oberbürgermeisterwahl werden wir an jedem 12. des Monats live und hoffentlich auch bald wieder im hybriden Format, ein paar Leute sind schon da, werden wir live senden im digitalen Format, damit Sie auch dabei sein können und sich beteiligen können. Heute konnten wir unser mobiles Stellwerk, Studio im Stellwerk West aufbauen. Jetzt bin ich ja schon fast durcheinander gekommen. Wir sind nämlich in einem krassen Stellwerk. Hier sind ganz tolle Räumlichkeiten mit ganz vielen verschiedenen Sachen, die hier eingelagert werden. Sieht sehr beeindruckend aus. Und hier durften wir heute die Sendung vorbereiten. Heute fand mittags ja auch schon eine Sendung statt. Wir senden immer zweimal am Tag an diesem 12. des Monats, immer 13.30 Uhr bis 14.30 Uhr und wie jetzt 20.30 Uhr bis 21.30 Uhr. Jedes Mal zu unterschiedlichen Themen und mit neuen Gästen. Und heute haben wir das Thema Digitalisierung im Bildungssektor. Wie gestaltet sich der Unterricht von morgen? Und das wollen wir gerne mit unseren Gästen und Experten heute diskutieren. Unsere Gäste sind heute neben dem Oberbürgermeisterkandidaten Kaspar Haller, nämlich Professorin Felicitas McGilchrist, Leiterin der Abteilung Mediale Transformation am Georg-Eckert-Institut. Herzlich willkommen. Marvin Predigkeit, Mitgründer der Programmierschule Codenauten. Herzlich willkommen. Und alle sprechen immer darum, wie es in den Schulen ist, aber keiner spricht wirklich mit den Schülern. Und deswegen haben wir stellvertretend Antonia Osterholt hier heute bei uns. Sie ist Vorstandsmitglied des Stadtschülerrats Braunschweig und Schülerin des MK. Schön, dass du da bist. Ja. Herzlich willkommen in dieser Runde. Aber natürlich wollen wir nicht nur in dieser Runde diskutieren, sondern wir wollen gerne auch mit euch, liebe Zuschauer, diskutieren. Wir wollen euch die Möglichkeit geben, die Fragen zu stellen, die euch wirklich interessieren zu diesem Thema. Dann schreibt uns die doch gerne. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr euch beteiligt. Schickt uns die Fragen rüber. Dafür habt ihr mehrere Möglichkeiten. Ihr könnt da, wo ihr gerade das Video guckt, wenn ihr bei YouTube guckt, ist meistens der Chat direkt an der Seite daneben. Da könnt ihr direkt einfach reinschreiben, dann kommt das hier bei uns in der Redaktion an. Ihr könnt uns eine E-Mail schreiben an info@kasperhaller.de, dann kommt das auch hier an. Oder ihr benutzt einfach die Kommentarfunktion und die Chatfunktion, je nachdem, wo ihr gerade guckt. Ich weiß, wir streamen auch bei Facebook, bei Insta. Nutzt einfach überall den Chat, schreibt das da rein. Wir haben hier ganz fleißige Leute im Raum, die das alles mitlesen und euch sofort Feedback geben. Und die reichen mir dann hier eure Fragen rein. Ich bin quasi stellvertretend für euch, liebe Zuschauer, hier in der Runde und kann eure Fragen hier direkt mit reingeben. Ihr sollt also wichtiger Teil dieser Diskussionsrunde sein. Also nicht zögern, gerne losschießen. So, dann fangen wir jetzt natürlich auch mal an. Kaspar, die erste Frage geht an dich. 2002 hast du dein Abitur am Wilhelm-Gymnasium gemacht. Was hat sich denn seit diesen knapp 20 Jahren von außen betrachtet in der Schule bzw. dem Schulsystem deiner Meinung nach verändert? Meiner Meinung nach erschreckend wenig. Ich bin der festen Überzeugung, dass das zerbrochene Geodreieck von damals immer noch hinter der Tafel liegt. Und ich habe sehr deutlich noch vor Augen, auch 2000 und 2002 war die Diskussion damals, das WG tatsächlich zu schließen. Das war eine kleine Schule. Wir waren noch so, ich glaube, 300, 350 Schüler auf der Schule. Und dann gab es Diskussionen, ob das noch zukunftsfähig ist und dergleichen. Wenn ich heute gucke, 19 Jahre später, ist es schon mal beeindruckend, erstmal, dass das WG, meine ich, heute eines der größten oder das größte Gymnasium Braunschweigs ist. Also da hat sich was getan und gleichermaßen ist es dann, denke ich, genauso erschreckend, wenn wir eben die Frage nach den Inhalten zulassen. Ja? Also die Größe, das eine, das, was letztendlich vielleicht auch zu trennen ist. Ja? Das, was von außen sichtbar ist, das Schulgebäude, die Infrastruktur. Wenn ich heute aus WG gehe, wie an vielen anderen Schulen, stehen da Container, in denen unterrichtet wird. Auf der anderen Seite haben wir auch Schulen und gute Beispiele, die ganz tolle neue Infrastruktur haben. Hier gilt es also zu differenzieren, das will ich damit nicht zum Ausdruck bringen. Aber am Ende eben doch die Größe nicht nur das eine ist. Und das, was sich in 19 Jahren verändert, das ist das, was ich so beobachte, dass sehr viel auch über die Äußerlichkeiten oder Größe diskutiert ist und die Inhalte letztendlich doch am Ende die gleichen sind. Das mag gut sein. Felicitas, du bist Leiterin der Abteilung Mediale Transformation im Georg-Eckert-Institut und zuständig für das Basement. Jetzt musst du uns natürlich verraten, was ist denn das Basement? Was kann das Basement? Wie sieht es da aus? Ja, danke. The Basement ist das, im Prinzip das Digital Lab des Georg-Eckert-Instituts. Wir haben das aufgebaut in den letzten Jahren. Wir dürfen im Februar aufmachen, aber jetzt erstmal nur virtuell.
machen die letzten Fertigkeiten an dem Raum, damit wir wirklich aufmachen können. Im Prinzip ist das ein Raum, wo wir drei verschiedene Sachen machen wollen. Zum einen, es ist im Prinzip ein Klassenraum der Zukunft. So ausgestaltet, so dass Lehrpersonen kommen können mit ihren Klassen und die Räumlichkeiten nutzen können. Wir sind digital, wir haben verschiedene Technologien da zum Einsatz, von Robotik-Sachen und Apps auf Hardware, Software, unterschiedliche verschiedene Sachen. 3D-Drucker ist auch da. Aber so, dass Schulen kommen können und ihre eigenen Ideen umsetzen können. Mhm. In diesem Raum setzen wir aber auch Workshops um, dass wir Lehrerfortbildungen anbieten und Workshops für SchülerInnen, dass sie lernen können. Wir haben auch ein Begleitforschungsprogramm, weil wir in Forschungseinrichtungen sind und haben auch Abendveranstaltungen. Wir haben einen Elternabend geplant, bald, wo Eltern kommen können und überlegen können und lernen können, okay, was machen die Kinder jetzt gerade? Zum Beispiel, wenn Kinder jetzt Fortnite spielen, laden wir Eltern ein, spielen Fortnite. So, dass sie verstehen können, was die Kinder machen, ohne dass die Kinder dabei sind. Cool. Das heißt, ein bisschen weg von dem klassischen Medienwagen mit dem Overhead-Projektor. Ja, genau. Okay. Wir haben ein altes Mikrofischgerät und alte Computer, damit wir die auseinandernehmen können und gucken können, was ist denn da drunter, was passiert da unten drunter und hinten und so, um es auch auseinanderzunehmen. Aber der Schwerpunkt liegt auf die digitalen Technologien, die man jetzt einsetzen könnte, VR-Brillen und sowas. Super cool. Marvin, du bist auch bei uns in der Runde. Du bist Mitgründer der Codenauten, hatte ich gerade schon gesagt. Das ist eine Programmierschule für Kinder und Jugendliche in Braunschweig. Und du promovierst gleichzeitig im Bereich IT-Security. Wie kommt es denn, dass du dich auf der einen Seite so stark wissenschaftlich und analytisch für diese Seite interessierst und auf der anderen Seite Kindern spielerisch Grundlagen in der Programmierwelt vermittelst? Ja, ich glaube, das liegt so ein bisschen da. Ich bin ein Stück weit neugierig. Also man sagt ja immer, lebenslanges Lernen sind ja so Schlagworte, die hörst du die ganze Zeit und die laufen durch die Medien. Aber irgendwo hat das ja auch einen wichtigen Kern. Und ich glaube, zumindest bei mir ist es wirklich so, dass ich sage, ich finde es total wichtig, neugierig zu bleiben und Neues zu erleben, rauszufinden, neue Dinge herauszufinden und sich da so in Einheitssysteme einzuarbeiten, die, wie du schon gesagt hast, zu analysieren und zu verstehen und andererseits diese Neugierde weiterzugeben und gerade auch jungen Menschen so die Möglichkeit zu geben und denen vielleicht auch, wenn sie sich nicht so richtig trauen, zu zeigen, das ist nicht so schwierig. Also viele von diesen Systemen denken, oh, unglaublich schwer. Aber wenn man irgendwann mal so ein System analysiert und wirklich verstanden hat, dann kann man es auch in Stücke zerlegen, kann es auch weitergeben und das ist einfach total schön, das an junge Menschen weiterzugeben, dann auch zu sehen, dass sie auch irgendwann merken, so hey, das kann ich ja auch und selber so ein bisschen, ja, ich sag mal, schon fast über ihre eigenen Fähigkeiten überrascht sein. Das ist einfach total schön. Ich habe das an der Uni schon mit Studierenden, das war so ursprünglich mal der Anfang vor Codenauten, viel gearbeitet und dann habe ich irgendwann gedacht mit meiner Mitgründerin, ja, warum das nicht auch bei Jüngeren? Weil das war so ein bisschen das, was gefehlt hat, dass irgendwie erst Universität diese Möglichkeit gab, sich als Gruppen zusammenzufinden, in Gruppen wirklich Neugierde zu erleben. Und das wollten wir einfach erfahrbar machen. Das heißt, du bringst den Schülern das bei, was sie dann später versuchen können, ihren Eltern zu Hause beizubringen. Ja, das auf jeden Fall auch. Sehr schön. Also es klingt auf jeden Fall total motivierend. Ich glaube, ich muss da auch mal hinkommen, weil ich glaube, ich habe da auch so einiges noch nicht verstanden. Antonia, du bist als Vertreterin der Schüler hier bei uns in der Runde. Aufregende anderthalb Jahre, schwierige anderthalb Jahre Schulzeit liegen hinter dir. Mit welchen Herausforderungen hattet ihr denn zu tun? Also einerseits du als Schülerin und aber auch als Mitglied des Stadtschülerrats. Ja, also bevor ich darauf antworte, ist es erstmal ganz wichtig, ich gehe auf ein Gymnasium. Also meine Antwort darauf, wie das Homeschooling ablief, wird eine andere sein als die von vielen anderen. Aber grundsätzlich muss ich sagen, es ist gut angelaufen. Also natürlich ist es eine Herausforderung. Digitales Arbeiten hat man so vorher noch nie gemacht. Aufgaben online bearbeiten, das war für uns alle totales Neuland. Aber ich muss sagen tatsächlich, dass es zumindest an meiner Schule, in meinem Freundeskreis sehr gut angelaufen ist. Aber wir haben vom Stadtschülerrat aber auch mitbekommen, dass das nicht an jeder Schule so lief und auch von Privatperson zu Privatperson ganz krasse Unterschiede gab, wie das da angelaufen ist. Ja, die Herausforderungen, mit denen da zu kämpfen waren, sind vor allem natürlich, dass nicht alle zu Hause dieselben Möglichkeiten haben. Nicht jeder ist mit denselben digitalen Endgeräten ausgestattet. Und auch wenn es Bemühungen gibt wie Hey Alter, das Projekt, das dann ja mit Endgeräten ausstattet, ja, gibt es immer noch sehr viele Probleme, was die unterschiedlichen Ausstattungen der SchülerInnen angeht. Sehr cool. Schön, dass du hier bist, um die Schülerschaft auch zu vertreten, weil du kannst sagen, wie es in der Praxis wirklich ist. Ne? Vielleicht haben manche Klassen tatsächlich noch den Overhead-Projektor da stehen. Wir wissen es nicht. Ne? Wir können es nicht verurteilen. Ich war jetzt nicht da.
Ihr habt jetzt unsere Runde kennengelernt, liebe Zuschauer. Ihr wisst jetzt, wer hier so ist. Stellt uns gerne eure Fragen. Hier sind gerade schon ein paar reingeflattert. Sehr schöne Beteiligung. Wir haben auch schon im Vorfeld welche erhalten. Sind auch noch Fragen übrig geblieben aus der Mittagsrunde. Also gerne beteiligt euch weiter. Ihr habt festgestellt, wer jetzt hier ist. Wenn ihr eine Frage an jemand konkret habt, dann könnt ihr gerne dazu schreiben. Die Frage ist direkt an Felicitas oder an Antonia oder an Kasper. Oder ihr sagt halt einfach hier einfach Frage in die Runde. Mich würde mal interessieren, was ist denn eure Meinung zu? Also berichtet uns gerne auch von den Sachen, die euch so in dem Schulalltag passieren. Vielleicht euren Kindern, vielleicht seid ihr selber betroffen, vielleicht seid ihr Lehrer, vielleicht kriegt ihr es nur mit. Also gerne schiebt uns alle Fragen rüber. Schreibt uns eine Mail an info@kasperhaller.de oder schreibt uns in den sozialen Medien jeweils in den Chat bei Facebook oder bei Insta oder schreibt uns bei YouTube in die Kommentarfunktion. Dann kommt das alles hier an und die Redaktion reicht mir das hier fleißig rein, was ihr uns schickt. Die ersten Fragen sind schon angekommen. Erste Frage geht an Marvin. Marvin, du bekommst eine Frage von Julia. Julia schreibt uns auf Instagram und sie sagt, verstehen die Kids wirklich, was ihr in der Programmierschule macht? ja, das um vorwegzuhören. Danke vielleicht mal für die Frage. Ja, man muss natürlich dazu sagen, es gibt Unterschiede. Wenn du vielleicht schon mal irgendwann mal so ein Programmierbuch in der Hand hast, da gibt es auch viele für Kinder. Ich würde sagen, wo primär der Titel für Kinder ist, wo man relativ früh sieht, dann gibt es ziemlich zügig so Speicherzuweisungen und es gibt unterschiedliche Meinungen. Für mich ist es so, ich finde, man sollte, wenn man programmieren lernen möchte, sollte man sich auf das erstmal konzentrieren. Und in vielen diesen Büchern gibt es dann Speicherzuweisungen, dann berechnen wir irgendwas, dann gibt es Aufgaben. Fibonacci-Zahlen, eine der ersten Aufgaben auf 10 Seiten, ich weiß nicht, wie viele ich gefunden habe, Fibonacci-Zahlen. Kinder lieben Fibonacci-Zahlen nicht. Es ist halt einfach, es ist cool, das ist eine interessante Sache, wenn man aus der Wissenschaft kommt und weiß überall, wo Fibonacci-Zahlen sich finden lassen. Meistens begeistert es die Kinder nicht so. Und unser Ansatz ist ein Stück weit wirklich, Sachen zu machen, die sie begeistern, wo du wirklich sagen kannst, man sieht irgendwas aus der Lebenswelt. Wir machen typisches Ding, ein bisschen ältere sind so Vokabeltrainer. Das ist dann ganz nett, wenn sie Geschwister haben, das ist immer das Schönste. Dann haben wir ein paar Schüler, die an den Vokabeltrainer irgendwie relativ stark aufbauen. Dann haben die das für ihre kleinen Geschwister gemacht, mit Lateinvokabeln, Französischvokabeln, all das, was irgendwie nicht so beliebt ist. Und da merkt man halt auch, dass sie einfach sich wiederfinden. Sie finden halt diese Dinge in dem Alltag wieder. Das Wichtigste ist, glaube ich, viele Leute denken so an Programmieren, denken so, ja, Programmieren, ja, irgendwie irgendwas Verrücktes im Keller, Fibonacci-Zahlen oder so. Aber letztendlich, wir benutzen den ganzen Tag andauernd Programme, andauernd Software, alles. Instagram, der ganze Kram, das nicht funktioniert, ist alles Programmcode. Und wenn man sieht, dass es Dinge aus dem echten Leben sind, dann verstehen Kinder und Jugendliche auch einfach, dass es sie betrifft und dass die das auch leisten können. Und das ist ein bisschen die Krux, das rüberzubringen. Und vielleicht verstehen sie es sogar besser als die Eltern manchmal, ne? Die Eltern sind vielleicht erfahrener im Leben oder haben schon was anderes studiert, gelernt, aber die Kinder sind durch diese Digital Native Sache vielleicht auch näher dran. Ja, also nicht. Wir haben tatsächlich den Spaß, wir machen manchmal für Erwachsene Kurse und auch gerade für Leute, sag ich mal, die so auch gute Positionen bekleiden, die dann gerne mal sagen, oh, ich will noch mal so programmieren lernen, damit ich weiß, was die ganzen Jungs ja den ganzen Tag machen. Tatsächlich sind die Kinder wahnsinnig schnell. Ich möchte jetzt nicht öffentlich sagen, schneller, aber sie sind nicht signifikant langsamer, sagen wir es mal so. Okay. Die nächste Frage kommt von Lisa. Vielen Dank, Lisa. Lisa schreibt uns auch bei Instagram und die Frage geht an Felicitas und Marvin, aber ich finde, Antonia kann das bestimmt auch gut beurteilen. Sie fragt, machen digitale Geräte den Unterricht wirklich besser? Vielleicht Felicitas zuerst. Vielen Dank für die Frage. Die Antwort darauf ist ein ganz klares Nein. Nein, es macht es nicht besser, es macht es anders. Und dann ist die Frage, wie man dieses anders gestalten möchte. Wenn jemand... Also es gibt die Möglichkeit, ein gutes, dynamisches, interaktives Unterricht zu machen mit digitalen Geräten und ohne digitalen Geräten. Und dann ist die Frage, was man mit diesen digitalen Geräten macht, wenn Kinder eingeladen werden, oder in der Schule eingeladen werden, irgendwie Filme zu drehen und man dafür dann das iPad nutzen kann oder das Tablet nutzen kann, um Filme zu drehen. Hat man was gemacht, was man vorher nicht machen konnte. Damit wird es anders, der Unterricht. Aber es gibt keine Forschung, die zeigt, dass es besser wird insgesamt. Es gibt auch vielleicht noch einen kleinen Schub dazu. Es gibt Forschung, die zeigt, dass einige Kinder einige Art von Texte besser verstehen, wenn sie auf dem Gerät lesen. Und es gibt andere Forschung, die zeigt, dass andere Kinder auf Papier besser verstehen und besser lesen können. Es ist immer extrem kontextabhängig.
Dass es das anders macht, ist aber auf jeden Fall das Wichtige. Mhm. Antonia, was meinst du? Ja, also Endgeräte an sich ja, aber wenn die Lehrperson dann nicht damit umgehen kann, bringt auch ein Endgerät nichts, ein digitales. Also ich glaube, ja, also wie schon gesagt wurde, es ist auf jeden Fall ein anderes Lernen. Ich glaube, besser oder schlechter, das ist schwer zu bewerten. Aber ich würde auf jeden Fall sagen, dass es auch in Bezug auf die moderne Arbeitswelt, dass es da auf jeden Fall sehr sinnvoll ist, sich auch mit digitalen Geräten im Unterricht zu beschäftigen. Aber dass es auch wichtig ist, dass die Lehrer wissen, was sie da machen und nicht am Smartboard verzweifeln, wenn sie das kalibrieren müssen. Genau, das ist ganz wichtig. Mhm. Und interessant gestaltet sein muss es ja trotzdem. Ne? Da hilft alles Digitale wahrscheinlich nichts. Wie kommt das bei euch, Marvin? Wir werden öfter tatsächlich gefragt, ja, was braucht er denn, wenn er hier kommt? Boah, soll ich irgendwie WLAN und extra Hotspot und alles aufmachen? Also das Gleiche, wie viel sie das gesagt hat. Eigentlich braucht man nicht zwingend andere Sachen. Ich kann das auch mit einer Kreidetafel machen. Es ist schöner, wenn die Kreidetafel Farben hat und wenn ich das leicht abwischen kann. Und natürlich habe ich auch gerne WLAN und kein Overhead-Projektor, sondern ein Beamer. Aber letztendlich kommt es darauf an, wie ich das zusammenbaue. Letztendlich kommt es auf die Lehrkraft an. Die muss Lust darauf machen, diese Erfahrung zu oder diesen Unterricht zu gestalten. Und dann ist es, glaube ich, interessant, die es anders machen. Das sind, glaube ich, große Chancen, weil wir dann Möglichkeiten haben, wegzugehen von einem sehr, sehr lehrerzentrierten Unterricht, auch hinzu, ich habe viele Quellen, ich meine, wie einfach kann man sich Quellen erschließen? Ich mal YouTube angucke, wahnsinnig viele Tutorials es gibt. Das ist unglaublich, wie schnell man ziemlich guten Content bekommen kann. Ich musste damals in die Bücherei laufen und dann gab es das Brockhaus. Das war so medium geil, sag ich jetzt mal. Und das, schwer. Schwer war es auch. Es gab auch nur einen Satz. Also man musste sich anstellen, wenn alle gerade bei W nachgucken wollen. Es gab auch das Meyers, ja. Also ja, bei uns, wir hatten nicht so viel. Das WG war besser aufgestellt. Wir hatten nur einen Brockhaussatz. Wenn weg, dann weg. Und du hast halt heute diese Möglichkeit, auch mit ganz vielen Leuten in Kontakt zu kommen. Das ist, glaube ich, dies anders. Das kann man nutzen. Und wenn man es nutzt, ist es, glaube ich, ein machtvolles Tool. Aber es ist nicht so, dass man sagt, per se, ich habe dieses Tool nicht, ich kann nichts machen. Mhm. Es kommen wahnsinnig viele Fragen rein. Also super, seid gerne weiterhin so fleißig. Ihr da draußen schickt uns hier sehr viel Material. Offenbar interessiert euch die Runde und offenbar interessiert euch das Thema. Das ist sehr schön. Nächste Frage ist für Antonia und Marvin. Aber ich glaube, wir können das auch allgemein in die Runde geben. Das kam per Mail rein aus unserem heutigen Mittagsteil, ist es noch übrig geblieben. Sind unsere aktuellen Schulfächer noch zeitgemäß oder brauchen wir eine Anpassung, fragt Karin. Zuckt hier jemand schon direkt? Antonia zuckt. Ich zucke. Die Frage habe ich mir auch schon mal gestellt. Also was gerade schon angesprochen wurde, dieser unglaubliche Informationsfluss. Und der verändert einfach die Art und Weise, wie Schulfächer gestaltet werden müssen. So bestes Beispiel Geschichte. Also ich liebe Geschichte persönlich, aber bis zur Oberstufe hin ist es einfach nur super viel auswendig lernen. Und das ist einfach, wenn man darüber nachdenkt, wie schnell man sich die ganzen Daten jetzt abrufen kann, ist das einfach irgendwie partiell rückständig, dann noch diese ganzen Daten an die Schüler zu vermitteln. Anstatt wie in anderen Bildungsnationen, zum Beispiel Finnland, führende Bildungsnation, da wird der Fokus vielmehr auf so Problemlösestrategien gelegt, anstatt auf auswendig lernen, was mit dem Informationsfluss dann einfach auch irgendwie nach und nach immer überflüssiger wird. Stimmt, auswendig lernen und auch so die Sache mit dem Kopfrechnen, wahrscheinlich sollte man es trotzdem noch können, aber die komplexen Sachen kann man halt tatsächlich alles irgendwie digital immer lösen, ist die Frage, ob man da umstellt. Aber es macht wahrscheinlich auch noch Sachen mit dem Hirn, wenn man das überhaupt mal lernt. Ne? Das darf man wahrscheinlich nicht außer Acht lassen. Ich erlebe das immer im Grunde beidseitig. Wie Felicitas ja schon gesagt hat, Digitalisierung macht es ja nicht besser, sondern aber definitiv anders. Und wenn man sich jetzt einfach mal anguckt, wann wir die letzte Bildungsreform hatten, das ist ja lange her. Also unumstritten denke ich, dass das schon ein Ansatzpunkt ist. Jetzt sind wir da natürlich auch in der Differenzierung, was sich jetzt einfach lösen lässt oder was man auch für Braunschweig und die Braunschweiger Schulen vielleicht irgendwie insgesamt auf den Weg bringt. Aber dann auch an dem Beispiel von Antonia eben schon in Finnland, ja, also von anderen Ländern auch in Europa lernen kann. Und das ist ja das Schöne. Wenn ich jetzt also denke, was du gerade sagst mit dem Kopfrechnen, sind das ja bestimmte Inhalte, die nicht schlecht sind und auch weiterhin Bestandteil sein sollten eines Unterrichts. Gleichermaßen aber hier den Fokus doch auch darauf gelegt, was uns befähigt und auch die nächste Generation befähigt, von Kindern Dinge zu lernen, die später in der Anwendung dann auch
ja, sie ermöglichen, lebensfähig zu sein, also ein Teil der Gesellschaft auch zu sein. Und insbesondere hier, und das ist, denke ich, Punkt auch des Inhaltes noch, den Antonia vielleicht auch ganz am Anfang ja deutlich gemacht hat, eben, dass Bildung nicht exklusiv sein darf. Ja, das ist mir ein ganz wichtiges Anliegen dabei, auch in den Dingen, das zu differenzieren, sondern wirklich allen Kindern, insbesondere auch ganz jungen Kindern, das in einer Zeit, wo auch Digitalisierung, bestimmte Techniken, Programmieren ja in der Grundschule jetzt nicht in der ersten Klasse genau das ist, was dort vermittelt wird. Mhm. Aber bestimmte Elemente davon sicherlich eben für alle Kinder auch gleich irgendwo Anwendung finden und zumindest den Start ins Leben, auch beispielsweise, denke ich, schon im Vorschulalter dann oder in den Kitas, irgendwo Anwendung finden sollten. Das ist mir doch auch nicht nur eine Herzensangelegenheit, sondern ich halte das für enorm wichtig. Vielleicht geht es ja auch weniger ums Fächerstreichen, sondern vielleicht mehr um, vielleicht brauchst du bestimmte Fächer zusätzlich, ne? Felicitas? Das ist auch ein guter Stichpunkt. Jetzt habe ich drei Sachen, die ich sagen will. Das eine ist auf die Fächer. Die Sache ist, dass die Geschichtsdidaktikerinnen, sie reden seit 20, 30 Jahren darüber, dass Geschichte nicht auswendig lernen sein soll. So, also diese Idee, was Geschichte als Fach machen kann, wenn es um historisches Denken geht, wenn es um irgendwie Verständnis für Politik und irgendwie für die Geschichtlichkeit von unserem Handeln heute, das sind Reformideen, die seit Jahrzehnten diskutiert worden sind. Dann ist die Frage der Technik, ist nicht die Frage, die das anders machen wird, in dieser Hinsicht. So, das ist die eine Sache. Die andere Sache, was mir aufgefallen ist bei Kaspar jetzt, mir fällt es oft auf in Diskussionen in Deutschland über Digitalisierung vor allem, dass viele, die sprechen, selber an Gymnasium waren. Hm. Und ich frage mich, ob es daran liegt, dass vielleicht im Gymnasium noch stärker Frontalunterricht ist, dass man immer noch denkt, dass man weg von Frontalunterricht gehen muss. Wobei andere Schulformen, integrierte Gesamtschulen, Gemeinschaftsschulen und so weiter, sehr viele von denen schon seit sehr langem nicht so viel Frontalunterricht machen. Es geht um Gruppenarbeiten, es geht um verschiedene, es geht um diese Quellen zu benutzen und so weiter. Und das vielleicht eine Idee ist, dass jetzt Gymnasien von IGS lernen müssen oder sowas und nicht unbedingt nur von Finnland, obwohl Finnland auch natürlich ein super Beispiel ist, weil Finnland hat im Prinzip ähnlich zu dem, was viele IGS oder so weiter machen. Mhm. So ist also die. Die dritte Idee waren die neuen Fächer. Ja, wir sehen auch in anderen Ländern, da komme ich jetzt auch auf die anderen Länder, dass Australien zum Beispiel Design Technology als Fach eingeführt hat. In England ist Informatik als Pflichtfach früher eingeführt worden, aber mit Schwerpunkt halt auf Programmieren, Codieren und so, nicht Informatik als Informatik im breiteren Sinne. So, verschiedene unterschiedliche Fächer, die unterschiedlich eingebracht worden sind. Marvin, fallen dir noch Fächer ein, die es unbedingt geben müsste? Also natürlich bin ich der Meinung, dass man Programmieren frühzeitig lernen sollte. Und ich meine, wir machen eine zweite Fremdsprache, machen wir ab der 7. Klasse spätestens. Englisch machen wir in der Grundschule. Und Programmieren ist keine schwarze Magie. Das kriegt man. Das glauben viele nicht, aber das kriegt man auch mit jungem Alter hin. Gerade wenn man sich so anguckt, Scratch und diese ganzen Geschichten, die sind auf dem MIT für Grundschulen gebaut worden. Das muss man ganz konkret sagen. Dafür wurden die gemacht und das hat auch gute Gründe. Was aber vielleicht viel wichtiger ist, als zu diskutieren, nehmen wir dieses Fach oder nehmen wir das andere, weil das ist immer ich empfinde das immer als sehr, sehr aufgeladene Diskussion, ist vielmehr die Frage, was sind die Fähigkeiten, die junge Menschen danach brauchen und nicht in welches Fach wir denken, sondern ich finde, wir sollten viel mehr über Methodenarten denken. Welche Fähigkeiten brauchen sie? Wir hören das oft, wenn man gerade so im Business-Kontext unterwegs ist, dass die Welt sich so schnell ändert, dass es so viel Unsicherheiten gibt. Also Unsicherheiten in dem Sinne, dass es halt nicht mehr diese Geschichte gibt mit, ich fange mit 20 einen Job an und ich gehe mit 65 in Rente. Sondern dass sich einfach viel ändert, gerade in den letzten Jahren. Ich bin im Modem groß geworden. Da war so, könnt ihr mal bitte kurz eigentlich mal telefonieren nächste Stunde, ich würde gerne ins Internet. Das ist so das Level, auf dem ich unterwegs bin. Jetzt haben wir hier wahrscheinlich 4K, ich weiß nicht, wie Kameras hier stehen, eine ganze Ecke auf jeden Fall. Alles wird rausgefeuert auf x Kanälen. Und es geht, glaube ich, viel mehr darum, sie junge Menschen dafür bereit zu machen, für diese sich wandelnde Welt. Und ob das jetzt Programmieren ist oder irgendwas anderes oder ob es Geschichte ist, ich glaube, es ist wichtig, diese Methodiken, diese Fähigkeiten mitzugeben, diese Fähigkeiten, sich auf neue Sachen einzustellen, sich als Gruppe zu arbeiten, kreativ an Probleme ranzugehen, einfach auch mal wirklich zu sagen, wie kann ich das denn anders denken? Wie ist das nicht dieses Auswendiglernen, wo ich sage, ja, habe ich schon mal gelernt, schreibe ich auf, Kaiser Wilhelm war das. Sondern vielleicht mal nachzudenken, ja, wieso? Oder könnte das auch wer anders gewesen sein? Oder warum hat das Kaiser Wilhelm gemacht? Vielleicht hätten wir es auch mal ins Heft diktiert. Aber diese Kreativität, auch dieses kritische Denken, ich glaube, das sind die Fähigkeiten, die wir mitgeben müssen. Und ob wir denen jetzt das beibringen, werden wir programmieren oder im Geschichtsunterricht, ist ehrlich gesagt zweitrangig, glaube ich zumindest. Sondern diese Fähigkeiten, das ist das Wichtige. Was Marvin gerade sagt, ich habe gerade eine interessante Studie auch dazu gesehen, dass ich glaube, im Durchschnitt aller Technologieunternehmen in Nordamerika
die Verweildauer von den jungen Programmierern auch in den Firmen 1,7 Jahre knapp sind. Mhm. Also, und dann geht sozusagen der nächste Job, das nächste Projekt. Ja, also fast so ein bisschen, wie du das in der Schule beschrieben hast, dass es eben nicht frontal die eine Sache ist oder wie du sagst, 20 bis 65, sondern insgesamt schon sich das auch verstetigt. Also ob wir jetzt das Schulsystem sozusagen ändern, den Inhalt, ich glaube, dass sich die Realität schon tatsächlich angepasst und verändert hat. Also dann bleibt die Frage nicht das Ob, sondern wie und wann wir das machen, also sozusagen den Rest dann anpassen dazu. Es flattern hier wirklich in einem Zug die Fragen rein. Da wollen wir natürlich auch weiter drauf eingehen. Eine sehr brisante Frage kommt jetzt von... Ja, ich denke nochmal drüber nach, was das heißt. Und ich lese erstmal die Frage vor. Wie wollt ihr Lehrkräfte unterstützen, die in Digitalisierung, Bildung, Schule keinen Fuß reinbekommen? Weil es ist ja genauso, wie Antonia gesagt hat, was bringt uns die beste Technik, wenn die Lehrkraft damit nicht umgehen kann, das nicht gut vermitteln kann, damit gar nicht arbeiten kann. Und vielleicht sind die auch ein bisschen alleingelassen damit. Ich weiß es nicht. Die Frage ist, wie wollt ihr die Lehrkräfte dazu unterstützen? Also ich denke erstmal, also ich denke, dass das eine sehr, sehr wichtige und entscheidende Frage ist, eben diesen Weg zu beschreiben, wenn man sich jetzt auch vielleicht einmal den, und das ist ja auch, wenn ich an meine Schulzeit zurückerinnere, Antonia, so, es gibt ja eine sehr weite Spanne von Lehrkräften in den Schulen, ja, von Referendaren bis eben dann irgendwann Ende ist mit dem Job. Also das ist eine unglaublich weite Spanne und gleichermaßen bedarf es da eben einer unglaublichen Unterstützung. Das, was wir in meiner Wahrnehmung auch mit den eigenen Kindern so wahrgenommen hat, auch im Familienkreis, meine Nichten, Neffen, die das auch aus der Schulzeit jetzt im letzten Jahr beschrieben haben, dass eben teilweise sie ihren Lehrern geholfen haben, ja, und das auch aber natürlich die Grundvoraussetzungen nochmal gibt oder auch eine ganz andere Verbindung zwischen den Schülern und den Lehrern im Grunde geschafft hat. Und das ist also ganz wichtig, dass wir hier auch in dieser ganzen Debatte dieses gesamte Feld im Grunde mit bedenken auch, und das ist auch eine Erfahrung, die ich machen durfte oder auch für die ich stehe, sind die Eltern immer aus diesem Konstrukt nicht außen vor zu lassen. Also das sind am Ende ja genau die, die auch aufgrund von vielleicht auch eigengemachten Erfahrungen bestimmte Bilder noch haben und auch Erwartungen sozusagen an ihre Kinder da vielleicht auch rein interpretieren und sagen, das ist so der Weg, den ich selber gegangen bin und den musst du auch so gehen, das haben wir schon immer so gemacht. Andere Dinge, wo man sehr behutsam und mit einem sehr großen Verständnis auch mit umgehen muss, um dann letztendlich gemeinsam diese Herausforderungen zu bewältigen auf all diesen Beteiligten. Also die Lehrpersonen, die Schülerinnen und Schüler, die Eltern gleichermaßen. Das war ja auch so der Konsens aus der Mittagsrunde. Ja. Ich habe mir das mit angeschaut, dass es dieses, wir lösen es gemeinsam und zeigen nicht mit dem Finger immer auf die Gegenseite oder so. Ne? Aber gibt es denn was Konkretes, vielleicht können das Felicitas und Marvin sagen, was konkret ist, wie ihr die Lehrkräfte unterstützen könnt dabei? Also es ist auf jeden Fall schwierig. Also ich glaube, das ist auch ein Thema, was man nicht so einfach löst. Ich glaube, das Wichtige ist, dies gemeinsam, das ist ein Punkt. Und ich glaube auch, um jetzt mal ausnahmsweise mit Lehrkräften um eine Lanze zu brechen, es wird viel gehackt. Und ich glaube auch, dass es für manche einfach echt keine einfache Situation ist. Ich habe jahrelang ein gewisses System gehabt, in dem ich gearbeitet habe. Und jetzt kommen alle mit Erneuerung und erwarten an mich, dass ich plötzlich aus dem Stegreif Erneuerung rausknalle. Dann sagen sie, ach komm, machen wir einfach nächstes Jahr ein neues Fach, alles super, kriegst du schon hin. Machen wir nur kurze Fortbildung und dann ist gut. Wir sehen ja, dass das in der Industrie genauso wenig funktioniert. Ich zitiere die ganz gerne, weil sie ein bisschen schneller manchmal ist. Und da ist ja auch nicht so, und zack, ich habe meine ganzen Leute, die vorher Dieselmotoren gebaut haben, sind ja morgen nicht Softwareentwickler. So. Und glaube, bei Lehrkräften ist, glaube ich, dasselbe. Wir müssen, glaube ich, die auch unterstützen. Wir müssen Angebote schaffen, ihnen die Möglichkeit zu geben, in dem angstfreien Raum auch, sie zu unterstützen. Weil jetzt ist es tatsächlich ja auch so, der Lehrer ist, ich will nicht sagen alleine und ist übertrieben, aber er ist im Unterrichtsraum erstmal. Es ist ein gewisses hierarchisches Gefälle im klassischen Fall noch. Als Lehrer musst du ja Recht haben. Also nicht Recht zu haben, ist ja schon für einen Lehrer quasi ein Bruch mit dem typischen Ding. Gerade wenn ich von welchen rede, die jetzt sagen, naja, oh, Digitalisierung, ganz oft denke ich zumindest, vermute ich mal, echt auch klassische Lehrer unterwegs. Aber wir müssen denen einfach auch Angebote geben. Wir müssen denen Halt geben, glaube ich auch. Auch in dieser, wie ich es vorhin genannt habe, unsteten Welt, damit auch zurechtzukommen. Und denen müssen wir wirklich was an die Hand geben. Was ist genau die Frage? Das muss
ist, glaube ich, nicht so einfach zu beantworten. Ist auch, glaube ich, sehr unterschiedlich von Lehrkraft zu Lehrkraft. Aber da müssen wir nicht nur draufhauen, sondern wir müssen auch Anreize schaffen. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Und auch in diesem System Schule, wo ich Lehrer bin, ich meine, ich fange an als Referendariat, dann bin ich Lehrkraft, dann geht 40 Jahre durchs Land und dann gehe ich in Pension. Ja. So relativ salopp gesagt. Aber es ist ja nicht, wie du gesagt hast, in den Staaten, wo die Leute alle anderthalb, alle 1,7 Jahre irgendwie neue Sachen, neue Inputs haben, sondern sie sind sehr lange und ich habe das Gefühl, manche auch sehr lange allein gelassen. Ich glaube, da müssen Angebote und auch Wertschätzung, ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Und ich denke, der Diskurs ist ganz wichtig. Ich weiß nicht, Philipp, dass du da auch noch Erfahrung hast, den geschützten Raum, wie du sagst, auch mal Probleme anzusprechen. Wenn ich gerade letztes Jahr gucke, es waren sofort alle draußen, ja, mit der großen Keule und was alles nicht läuft. Aber hier wirklich ganz genau und dezidiert hinzugucken auf Notsituationen und was für Ansprüche wir auch in einer Krise dann eben an einzelne Personen gerichtet haben, ja, das ist, denke ich, erstmal per se falsch, das anzuerkennen und dann einmal den Schritt zurückzugehen, zu gucken, wie du gerade formuliert hast, diesen geschützten Raum zu definieren, dann auch Probleme anzusprechen. Weil wenn das schon gar nicht möglich ist, auch auf Verfehlungen, auf Probleme hinzuweisen, dann kommen wir nie in den Lösungsmodus. Und Felicitas, du hast ja vorhin auch gesagt, bei euch können die Lehrer dann Lehrgänge machen, ne? Die können Workshops bei euch machen. Ja, ein ganz vieles von was Marvin erzählt hatte und dieses geschützte Raum und Wertschätzung, das wollen wir in dem Basement auch anbieten. Ich sehe zwei verschiedene Sachen, die gemacht werden müssen. Das eine ist, und das kann man nicht vergessen in diesen Diskussionen, sind die strukturelle finanzielle Aspekte. Die Zeit und die finanzielle Ressourcen, um etwas zu machen. Es wird sehr oft gesagt, wenn man eine Firma mit 1000 Menschen hat, dann würde man eine IT-Abteilung von 5 Personen haben. Dann hat man eine Schule mit 1000 SchülerInnen und hat keine IT-Person. Diese Unterstützung, also die finanzielle, das ist auf die eine Seite. Die zeitliche Ressource, die Lehrpersonen brauchen, um was zu entwickeln. Wir haben ja gesehen, diese Corona am Anfang, dass die Lehrenden dann ein Wochenende lang alle gemeinsam eben zusammen überlegen und neue Ideen auf die Beine gestellt haben, neue Unterrichtsideen entwickelt haben. Das war sehr gemeinsam und da war die Zeit da. Das ist natürlich nicht im normalen Leben. Es muss ja im System eingebaut sein. Das ist die eine Sache. Dann auf der anderen Seite gibt es diese praktische, sehr praktische Arten und Weisen, wie macht man das? Welche Angebote stellt man hier? Wir haben aus Forschung mit ganz vielen Lehrpersonen mitgekriegt, das Problem mit den Fortbildungen jetzt gerade ist sehr oft, es ist sehr an Technik orientiert. Jetzt lernt man, wie man ein iPad benutzt, jetzt lernt man, wie man bestimmte Software benutzt. Und das heißt, die Hälfte der Lehrenden, für den ist es zu einfach, die andere Hälfte, für den ist es zu schwer. Niemand ist wirklich mitgenommen von sowas. Und dann gibt es aber sehr, sehr schöne Workshops, Angebote, wo es schon mehr darum geht, okay, eine Lehrperson kommt rein, wir haben ja die Fächer, also hat man eine Geschichtslehrperson, man hat eine Mathelehrperson, man hat eine Deutschlehrperson, die kommen rein, die lernen, wie man irgendwie kooperativ lernt oder so. Und dann gibt es eine Zeit, es gibt die ganzen Ressourcen da, das wollen wir im Basement eben anbieten. Die Ressourcen sind da, die Person ist da, um zu unterstützen mit Ideen, die es gibt und am Ende von dieser Zeit gehen alle weg mit einer Idee für den eigenen Unterricht, sodass sie es gleich umsetzen können. Dann können jeder an den eigenen, am eigenen Niveau arbeiten, da wo man jetzt ist, man kriegt Unterstützung von jemand, die sich eindenken kann in das Fach. Nicht die Fachexpertise, aber eindenken kann in verschiedene Möglichkeiten, die es gibt. So ein angstfreier Raum zu schaffen, irgendwie, der das Experimentieren ermöglicht. Das klingt auf jeden Fall schon mal nach einer Lösung. Ne? Das ist wirklich eine praktische Geschichte. Ich kann mir gut vorstellen, dass man dann vielleicht sagt, okay, das eine Programm, das kann ich schon, aber das andere kann ich nicht. Und dann kann man sich da ein bisschen austauschen. Ne? Wäre natürlich sehr zu wünschen. Ich habe hier eine sehr brisante Mail noch reinbekommen von Martin. Vielen Dank, Martin. Das hat Kaspar vorhin schon so ein bisschen angeschnitten und Antonia nämlich auch ganz am Anfang. Martin fragt, wie kann verhindert werden, dass in Zeiten eines zunehmend digitaler werdenden Unterrichts finanziell schwächere Familien nicht überfordert werden? Logisch, nicht jeder hat da irgendwie 5 Laptops und 3 iPads zu Hause und kann das alles noch am iPhone parallel machen. Wie kann das verhindert werden? Ist ja auch so eine sehr politische Frage. Definitiv, und das ist ja auch genau dieses Störfeld wieder, ne? Wenn wir über Gefäß und Inhalt diskutieren bei der Debatte, dann ist es auch gerade kommunalpolitisch relativ einfach, weil letztendlich die Kommune, also die Stadt, die Verantwortung hat über den Schulraum, also da, wo das stattfindet, der geschützte Raum möglicherweise. Wenn wir jetzt an Sky denken oder das Basement zum Beispiel, das ist schon wieder eine andere Institution. Das heißt, das ist eine ganz andere Welt. Wenn wir jetzt über Inhalte, wir haben eine Landesschulbehörde in Braunschweig,
Das ist auch eine ganz andere Welt. Also mal einfach gesprochen wäre das schon, wenn wir hier eine Verknüpfung herstellen, auch von den Beteiligten und es zulassen, einen Austausch mit Wertschätzung auf Augenhöhe, dann könnte ja schon etwas entstehen. Und was die Finanzierung dessen angeht, ist in meinen Augen, wenn wir hier die Potenziale sozusagen im Kontext einer Effizienz dann eben viel besser nutzen. Also wenn wir gucken, was wir Schulen haben und die in einer anderen Flexibilität beispielsweise nutzen, also nicht in diesem starren Rahmen. Du hast ja auch schon gesprochen über Ressourcen für Weiterbildung, was Zeit oder Infrastruktur angeht, aber gleichermaßen auch eben die Arbeitszeit, die das betrifft. Dann wäre das ganz einfacher, dass wir mehr Lehrkräfte sozusagen onboarden ins System, also reinnehmen und gleichermaßen dann natürlich aber sicherstellen müssen, dass das sozusagen funktionell und strukturell sozusagen harmonisiert. Was heißt das also dann eben für alle Schulen? Ja, also von der Grundschule bis, weiß nicht, über die verschiedenen Bildungswege dann sozusagen raus aus der Schule. Für mich dann auch danach noch. Auch danach haben wir einen Bildungsauftrag in berufsbildenden Schulen beispielsweise mit Handwerk und anderen Dingen, die Bildung oder bis zur Erwachsenenbildung hin eben genau dieses gesamte Spektrum abdeckt. Und das ist für mich genau ein so wichtiger Punkt, wo auch nochmal Digitalisierung als so großes Potenzial so deutlich wird, weil das Digitalisierung kann das ermöglichen, grenzenlos diese für uns bekannten Strukturen aufbrechen und positiv nutzbar machen. Das letztendlich, und das wäre dann der Ansatz darauf, eben auch den Menschen, die sich das nicht leisten können, das gleichermaßen zutage kommt, weil wir das denen kostenlos zur Verfügung stellen können, so wie in unserem grundsätzlich ja auch das Bildungssystem ausgerichtet ist in Deutschland, dass das eben kostenlos ist. Und für mich ist es ganz klar, Bildung darf nicht eine Frage der Mittel sein sozusagen oder der Herkunft. Da gibt es auch verschiedene Studien schon, die das ja bezeigen, dass sozusagen, da gibt es dann immer diese politischen Begriffe dazu mit bildungsnah und bildungsfern und wie viel Einkommen ist. Das finde ich ein furchtbares Bild. Wo ich denke, dass wir hier doch Technologien und auch ein bestimmtes Mindset letztendlich auch in Braunschweig vorhanden haben, da eben einen anderen Weg zu beschreiten und einen anderen Weg dahingehend, dass der nachhaltig zukunftsfähig ist, für alle Kinder in Braunschweig letztendlich genau diesen so wertvolle Bildung, wie Marvin schon sagte, das ist doch das Wertvollste, was wir unseren Kindern auch mitgeben können. Und bitte zur Verfügung stellen können. Also alle anderen irdischen Werte vielleicht ein bisschen anders, aber Bildung ist das auch, was nachhaltig ist in meiner Verständnis. Felicitas zuckt schon. Ja, also ich glaube, wir sind in dieser Runde alle einverstanden, dass Digitalität und das Digitalen nicht nur die Hardware ist. Wir haben über ganz verschiedene Sachen, Elemente gesprochen, aber wie kriegt man die Hardware zu den Familien? Hast du eine Antwort darauf? Also in den Schulen, das haben wir heute Morgen ja beispielsweise auch besprochen, sehe ich das als kommunale Aufgabe. Deswegen habe ich ja bei mir im Programm auch ganz konkret diese 500 Millionen für Braunschweig in der nächsten Wahlperiode festgeschrieben. Und da wirklich eben dezidiert hinzugucken, das habe ich heute Morgen auch nochmal gelernt, dass wir eben differenzieren müssen. Sind es die Server? Sind es die Gateways? Ist es der Breitbandanschluss? Also hier wirklich individuell reinzugucken, schnell, was in den einzelnen Schulen wirklich fehlt. Ist es nämlich das Whiteboard? Ist es das iPad? Oder es fehlt, glaube ich, nicht nur in den Schulen, sondern genau, das ist das Nächste und das haben wir beispielsweise, Hey Alter, wurde heute auch schon mehrfach benannt, es gibt eine Initiative in Braunschweig, die das, finde ich, nochmal sehr deutlich vor Augen führt, wo auch Hemmnisse in der kommunalen Verantwortung ja zutage scheinen. Warum gibt es eine Initiative wie Hey Alter und warum ist sie so erfolgreich? Da müssen wir genau hingucken, weil sie geschafft haben, dass sie eben Rechner mit einer Software, also einem Betriebssystem zur Verfügung stellen, mit Support inklusive und das den Schülern schenken. Und somit im rechtlichen Kontext, das ist mein Credo, wo ich immer sage, nicht unsere Gesetze sind das Problem, sondern die Prozesse, die sich anschließen. Und sie eben diese Rechner den Kindern schenken und damit die Möglichkeit eben ergeben, über diese Hardware jetzt am Unterricht teilzunehmen. Und das könnte ja auch eine Stadt tun, wenn ich mir aber überlege, wie die Anträge dafür sind. Weil wir haben es auch heute Morgen gelernt, ging auch ganz schnell, also das ist jetzt kein Bashing, aber ganz oft ist es dann, dass beispielsweise 50 Euro in der Bedarfsprüfung beispielsweise über dem Wert liegen. Aber ich meine, was ist bei einem Laptop 50 Euro, ganz ehrlich, also wo ist da die Grenze fair?
Und hier sollte man doch auch bei den Anzahl der Schülerinnen und Schüler, ich glaube, in Braunschweig sind es über den Bedarf sind es über 2.000, 2.500 Rechner, hielte ich es für falsch, hier so eine harte Grenze einzuziehen. Da müsste auch im Kontext der Effizienz an anderen Stellen sehr viel einfacher das Geld effizienter eingespart werden oder eingesetzt werden, um eben genau hier dieses Problem zu lösen. Und ich sehe, also in meinem Verständnis und auch Analyse ist das Geld vorhanden. Es ist nur an der falschen Stelle möglicherweise eingesetzt. Das ist das, was ich auch im letzten halben Jahr so gelernt habe. Du guckst so skeptisch. Nee. Ich gucke, ja. Ja, und das ist Hardware. Also das ist ja auch wieder das eine. Das ist, ich denke, wenn wir auch in den Debattendiskussionen, zum Beispiel jetzt, was wäre normal ein staatliches Vorgehen, dann werden Bedarfsweisen geschrieben, dann werden erstmal diskutiert darüber, wie die Pakete zu schnüren sind, was die Inhalte sind. Dann haben wir wieder einen Gesetzesprozess, der sich über 4, 5 Jahre hinschiebt. Und dann haben wir wahrscheinlich möglicherweise irgendwie eine Antragsmöglichkeit in, weiß nicht, 2028, wo dann ein bestimmter Rechner, Klassifizierung irgendwie freigegeben wird. Das wissen wir alle. Das ist dann vollkommen am Bedarf vorbei. Marvin hat es vorhin auch gesagt. Also das ist ja die Lehrkräfte, aber auch die Schüler, an den Bedarf zu fördern. Und auch nicht nur digital, sondern gleichermaßen natürlich dann auch wieder in Handwerk und anderen Dingen, was du auch schon sagtest. Digitalität ist ja nicht nur das eine. Also die ganzen Ausführungen nochmal kurz. Den Fokus wirklich, und das ist mir ganz wichtig, in alle Kinder von Kita, Grundschulalter, unabhängig der familiären Herkunft und Strukturen zu ermöglichen. Für mich ist Bildung und auch das von Kindesalter an das allerhöchste Gut, was wir als eine Stadtgesellschaft in Braunschweig haben. Und das sollte frei zugänglich sein. Und ich gehe noch einen Schritt weiter vielleicht, Antonia, weil das in vielen Debatten auch jetzt mal komplett weg vielleicht von Schulbildung und Bildung, auch in einer Diskussion um Klimaschutz beispielsweise in unserer Welt, Klimagerechtigkeit auch für mich eine Frage der Bildung ist. Unser Wissen über bestimmte Nachhaltigkeitsaspekte, wenn wir dieses Wissen kostenfrei zur Verfügung stellen, dann haben wir ganz viel geschafft, wenn wir dieses Wissen nicht exklusiv für uns behalten. Das ist also auch eine soziale Komponente, die für mich ganz wichtig damit einspielt. Antonia dazu? Ja, genau. Ich habe eine Frage. Und zwar, also die Frage ist ja, man kann sich ja vorstellen, eine Familie, die vielleicht bisher nicht die finanziellen Mittel hatte, um sich mit Endgeräten auszustatten, da ist dann ja auch vielleicht nicht so viel Erfahrung mit. Das heißt, die Eltern können vielleicht auch nicht den Support geben, weil sie einfach selber noch keine Erfahrung damit haben, logischerweise. Wer kümmert sich dann darum? Also wer geht dann mit den Schülerinnen und Schülern, manche kriegen es vielleicht von zu Hause mit, da sind die Eltern total hinterher und sagen, hier, guck mal, so musst du das machen. Aber wer kümmert sich um die Schüler, wo es von den Familien nicht mitkommt? Macht das dann die Schule oder wie wird das dann geregelt, dass die da auch rangeführt werden, nicht nur ausgestattet, sondern dass es ihnen auch erklärt wird, beigebracht wird und auch entzaubert wird, sodass es so nutzbar gemacht wird, auch für die, dass sie damit umgehen können? Für mich ist es ganz klar eine Aufgabe der Stadt, der Kommune. Und das würde in Zukunft dann, weil es gebunden sozusagen an die Infrastruktur ist, die eine kommunale Aufgabe ist, dann eben auch den Support sozusagen mit zu bewerkstelligen. Die gleichermaßen natürlich über das Fachwissen darum, auch wenn es um andere Anträge auch auf Land, Bundes, europäischer Ebene geht, genau diese Expertise mit einbringt. Und da ist nochmal das Tolle in Braunschweig, wenn wir an Sky denken, wenn wir an die TU auch denken, was wird denn an der TU unterrichtet? Das ist ja nicht nur die Technische Universität, sondern wir haben ja auch andere Lehrinhalte bei uns in der Stadt, die viel zu wenig oft beschrieben werden, ja. Landesschulbehörde schon benannt. Und also wir haben doch alles Wissen, Fachwissen, Expertise in der Stadt, um hier wirklich einen Leuchtturm zu bilden und genau diese Fragen dann auch letztendlich aus der Kommune heraus, aus der Stadt, diese Verantwortung zu übernehmen und das zu gestalten. Und nicht nur in 10 Jahren oder in 20 Jahren, sondern möglichst schnell. Aber würde das bedeuten, es gibt dann eine Taskforce in der Stadt dafür, die dafür gebildet wird, weil, also ich will da jetzt niemandem zu nahe treten, da sind alle schnell mal überfordert, ich ganz vorne weg, aber ich weiß, dass sonst in Ämtern, da geht auch noch viel mit Fax und Digitalisierung, ist da jetzt nicht weit vorne, ob die jetzt dann den Schülern und den Lehrern sagen, wie das mit ihren Endgeräten funktioniert, das weiß ich nicht. Wir sehen davon insgesamt zu wenig, glaube ich, das ist fast so ein bisschen wie in der Schule, wo wir das noch zu wenig sehen. Im letzten Jahr haben wir vielleicht das auch alle gesehen, dass Verwaltung irgendwie noch nicht so digital ist. Wir haben aber ein Online-Zugangsgesetz. Das heißt, die Maßgaben, die Gesetze sogar, sind ja schon gegeben. Und wir müssen sie als Staat sozusagen einhalten in kurzer Zeit. Und da gibt es die Frage, das umzusetzen. Das heißt,
die Stadt Braunschweig wird sowieso nicht drumherum kommen, im Grunde diese Einheiten zu bilden. Ja, und dann letztendlich all diese Fragen, das ist wieder das Schöne an der Digitalisierung oder an diesem Kontext, dass ja die Themenbereiche letztendlich sehr nah beieinander liegen. Einsen und Nullen, alles, was sozusagen im digitalen Raum stattfindet, ist egal bei welcher Anwendung letztendlich relativ nah aneinander. Ob das jetzt dann eine Anwendung ist, die für die Bildung gilt oder für den technischen Bereich, dass ich meinen Personalausweis oder meine Melde- oder meine Kfz-Anmeldung oder irgendwas anderes eben digital einreiche, validiert sicher, Marvin, dein zweites Thema sozusagen, also das natürlich auch unter bestimmten prozessualen Gesetzen und dergleichen einzuhalten, das ist möglich. Und das heißt, es braucht in Zukunft mehr Leute wie Marvin, die dann auch für die Stadt arbeiten, die sich dafür einsetzen? Definitiv. Ich habe da noch mal eine kurze Frage dazu. Und zwar, wenn wir von Hardware gesprochen, wir sagen, ja, komm, nehmen wir Geld in die Hand, lass uns was kosten, lass den Schulen Hardware hinstellen. Ja. Das ist aber tatsächlich nur der erste Schritt. Vizi hat das vorhin schon gesagt. Jedes große Unternehmen hat auf x Leute, oder auf x Schüler in dem Fall, auf x Leute, die im Unternehmen sind, einen Administrator. Bei den Schulen macht das dann irgendwie ein Lehrer nochmal kurz nebenbei in der 20-Minuten-Pause. Oder der Hausmeister. Das ist ja auch eine Sache, da müssen wir auch Geld für ausgeben, wir müssen überlegen, wo die herkommen. Und das Gleiche haben wir im Digitalisierungspakt ja auch gesehen. Da war ja auch so, hey, komm, wir haben ordentlich Geld. Aber es war ja immer so, wir schieben einmal Hardware in den Raum, aber Hardware allein tut es ja nicht. Wir haben ja vorhin schon gesagt, Hardware ist, ich will nicht sagen die halbe Miete, aber Hardware ist ein Anteil. Und wir brauchen A, den Support, wir müssen diese Wartung haben. Diese Geräte halten auch nicht so lange. Also ein Stuhl, da habe ich Stühle gehabt, da haben wahrscheinlich meine Eltern schon drauf gesessen. Ja? Der hat noch funktioniert, er sah nicht mehr super aus, aber hat funktioniert. Wenn ich mir überlege, Rechner von vor 30 Jahren, das wird knapp. Wird auch platzmäßig fehlen. Das wäre dann Geschichtsunterricht sozusagen am Kernel, kann man nochmal auseinandernehmen. Aber der Punkt, Marvin, ist doch genau der, den du im Grunde auch schon gemacht hast, dass wir die Frage stellen, erstens, was ist der Bedarf? Und dann eben nochmal genau hingucken, was wir technologisch und auch aus Braunschweig letztendlich anbieten können. Meine Wahrnehmung und hey Alter nochmal auch als eine solche Punkt. Wir sind Hochtechnologiestandort, also auch in der Wissenschaft, in der Industrie. Und wenn wir über bestimmte Herausforderungen auch reden, wenn wir über den Arbeitsplatz der Zukunft nachdenken, dann gibt es eben da auch nicht die, in meinen Augen nicht die Dysfunktion dazwischen, sondern das bedingt sich ja einander. Und für mich gilt damit eben genau der Aufruf, dass wir das aufeinander abstimmen mit den von mir angesprochenen auch dann Schnittstellen, um einen analogen oder einen digitalen Begriff jetzt auch analog zu nutzen, dass wir eben uns wagen, auch diese Dinge mal zusammenzudenken. Also nicht nur eben diese klare Trennung wie früher, dass wir Kultusministerium, was die Inhalte angeht, das Lehrpersonal, die Inhalte, Lehrplan und die Kommune ist für nur das Haus zuständig. Ich meine, stell sich das vor, keine Ahnung, du bist heiratest, gründest eine Familie und das ist dein Inhalt, dann du formulierst, wie viele Kinder du haben willst und so weiter. Aber es gibt jemand anders, der sagt, der bestimmt, wie das Haus aussehen soll, wo du drin lebst. Da wäre auch keiner glücklich. Und insofern gilt es hier einfach unglaublich viel aufzuholen und letztendlich an die Lebensrealität anzupassen. In dem so wichtigen Bereich Bildung und Bildungsinhalte noch mal viel mehr. Und dass das die Königsdisziplin auch der politischen Debatte ist, ist auch vollkommen klar. Sonst würden wir die ja nicht auch seit vielen Jahren, glaube ich, so intensiv führen. Ist meine Wahrnehmung zumindest, wenn es um Lehrpläne und andere Dinge geht. Es kommen so viele Fragen rein. Wir haben leider nicht mehr so viel Zeit. Wir könnten wahrscheinlich jetzt hier ein 5-Stunden-Programm zu dem Thema machen, weil ihr auch einfach so eine tolle Runde seid und die Zuschauer heute so toll mitmachen. Das scheint also wirklich den Leuten wirklich unter den Fingernägeln zu brennen. Ich versuche nochmal so viel wie möglich hier dran zu nehmen. Wir haben zwei Fragen bekommen, einmal per Mail, einmal per Facebook. Ich lese sie mal nacheinander vor, weil die gehen so in dieselbe Richtung. Eine ist von Carsten Probst Lobermeier. Er sagt, was kritisieren Sie an der Arbeit von Frau Dr. Abogast? Inhalte sind eher Landesebene und was sind konkrete Änderungsvorschläge? Und dazu noch Herr Strübing, er ist Lehrer. Er fragt, Lehrinhalte sind Ländersache, aber womit kannst du, Kaspar Haller, die Lehrer und Lehrerinnen konkret unterstützen? Also kritisieren, denke ich, habe ich niemanden. Ganz klar. Und wir haben gerade ja sehr deutlich und lange, glaube ich, darüber auch debattiert oder diskutiert. Ich habe auch dazu was gesagt, wo eben genau diese Problemfelder ein Stück weit liegen. Und für mich sind es die Schnittstellen und die Befähigung am Ende am Bedarf. Und der Bedarf ist, und da gucke ich nochmal an Antonia oder denke eben, das sind die Kinder.
in allererster Linie. Dann sind es sicherlich ist es der das Lehrpersonal und dann sind es auch die Eltern, die in dieser Funktion irgendwie mitgestalten. Und insofern ist es in meinen Augen schlichtweg an der Zeit, hier auch auf Augenhöhe und mit einer nötigen Wertschätzung in einem geschützten Raum diese Frage zuzulassen und zu stellen, ohne jemanden zu kritisieren mit einer Aussage. Das ist ja nicht, das ist nicht Ziel und Absicht. Und das Zweite, wo es auch darum geht, das Lehrpersonal zu unterstützen, ist eben genau in solchen Räumen wie im GAI vorhanden oder wie von Marvin besprochen, das auch schlichtweg anzuerkennen, dass das eine riesige Leistung ist, dass es eine sicherlich auch noch nie so dagewesener Umbruch ist und eine Herausforderung. Und ich kann das nochmal in aller Deutlichkeit sagen, für meine eigenen Kinder, die zur Schule gehen, für meine Nichten und Neffen und für alle, also wirklich vielen Dank, alle Lehrerinnen, Lehrer, für die Arbeit, die sie in den letzten 1,5 Jahren wirklich nochmal in einer Stresssituation und insgesamt auch in der Zukunft, egal was noch auf uns zukommt, an Herausforderungen tun. Also in keinster Weise und mit keiner Aussage irgendeine Kritik in irgendeine Richtung. Ganz im Gegenteil. Es geht um Befähigung und es geht darum, Dinge besser zu machen. Die nächsten zwei Fragen würde ich auch schon mal so ein bisschen zusammenfassen, weil es auch die eine und die andere Seite beleuchtet. Und es geht hauptsächlich, geht die Frage an Antonia. Einmal von Karin. Karin fragt, ist die jetzige Lehramtsausbildung auf die Bedarfe von morgen ausgerichtet? Wie sollte sie sein? Ich würde das mal ummünzen auf, was wünschst du dir, was deine Lehrer besser machen? Ja, genau. Also erstmal, ich habe keine Lehramtsausbildung durchgemacht, deswegen weiß ich nicht, was man besser machen könnte. Ich denke aber definitiv, dass, also auch was gerade schon angesprochen wurde, dass auch der Umbruch auch nicht nur seitens der Schüler stattfinden muss, sondern auch seitens der Lehrer und dass da dieser Raum geschaffen wird, wo halt auch schon in der Ausbildung, dass, ich sage ganz gern, entzaubert wird, dass es halt nicht mehr so ist, die Technik so als irgend so ein diffuses, was keiner versteht, sondern dass den Lehrern das gleich von Anfang an mit an die Hand gegeben wird. Genauso wie wir das ja jetzt auch in den letzten 1,5 Jahren, wie wir uns da reinfuchsen mussten, dass es auch so gleich von Anfang an dieses ganze Programm, was die Lehrer sich dann jetzt auch in dem letzten Zeitraum alles auf einmal aneignen mussten, dass es von Anfang an eigentlich mitgegeben wird. Was würde ich mir von meinen Lehrern wünschen? Also ich kann mich dem nur anschließen. Ich bin allen Lehrern dankbar. Ich weiß, die letzten 1,5 Jahre waren nicht nur für die Schüler sehr schwierig, sondern auch für die Lehrer. Genau, also dem kann ich mich anschließen. Es gab auf jeden Fall Probleme. Lehrer hatten Schwierigkeiten mit Technik, Lehrer hatten Schwierigkeiten mit den Aufgabenmodulen, Lehrer hatten Schwierigkeiten mit ISOF. Aber ich denke, das alles ist ja verständlich und menschlich. Und genau, deswegen, was würde ich mir wünschen, dass wir auch in Zukunft, genau wie es vorhin schon besprochen wird, dass wir gemeinsam Schüler, Lehrer, Eltern, dass wir das gemeinsam anpacken und es nicht so auf die Lehrer alleine auf deren Schultern gelegt wird. Die andere Frage dazu kommt von Christian. Christian fragt, sind bzw. fühlen sich die Schüler und Schülerinnen auf das Berufsleben gut vorbereitet? Ja, nein, aber nicht nur im technischen Sinne. Mhm. Also da sind ja auch Sachen wie Steuern. Ja. Da ist ja nicht nur die Technik so alleine, die Digitalisierung, digitale Geräte, das ist nicht der einzige Bereich, wo sich Schüler nicht auf die Berufswelt vorbereitet fühlen. Ich glaube, das ist kein Geheimnis. Genau, also auf jeden Fall, was vorhin schon angesprochen wurde, diese Problemlösestrategien, das ist ganz wichtig, denke ich. Genau, und ansonsten aufs Berufsleben vorbereitet, ja, weiß ich nicht, kann man sich da überhaupt jemals vorbereitet fühlen, das ist die Frage. Aber ich habe auch schon sehr oft gedacht, gut, dass ich gelernt habe, wie man bewegliche Variablen im Raum berechnet, aber niemand hat mir beigebracht, wie ich meine Steuererklärung mache. Ne? Also manchmal ist es halt ein bisschen abstrakter. Aber vielleicht nochmal zurück zu der Frage von Karin zur jetzigen Lehramtsausbildung. Vielleicht könnt ihr beide da auch nochmal was zu sagen. Ist es auf die Bedarfe von morgen schon ausgerichtet? Was müsste sich da tun? Ja, ich habe auch keine gemacht, keine Lehramtsausbildung, von daher schwierig zu sagen. Ich glaube, das ist auch ein Westmesser, da kann man nur reinstechen. Ich kann dazu schlecht was sagen, muss ich ganz ehrlich sagen, einfach weil es ist nicht mein Bereich. Gefühlt kann man wahrscheinlich schon noch ein bisschen was machen. Ich glaube aber, dass es vielleicht grundsätzlich eher die Struktur der Schule ist, die eine Herausforderung ist. Ja. Sicherlich auch die Ausbildung, sowohl als auch, aber ich glaube auch, dass die Struktur danach ist, weil es hilft ja nichts, die Leute in Lehramtsausbildung auszubilden und dann zu sagen, mach, wir sehen uns in 40 Jahren wieder.
sondern ich glaube, die Struktur ist das Wichtige. Ja. Aber ja, so richtig habe ich da auch auf keine Antwort. Ja. Ich bin in Göttingen, aber ich bin Professor und bin in der Lehrerausbildung tätig, Lehrerbildung tätig, und deswegen sage ich das ganz perfekt, wie sie jetzt ist. Ach so, alles klar. Nee, das nicht. Nee, also, hier ist im Ernst. Die muss sich ja immer ändern. Es gibt immer neue Herausforderungen. Es gibt Inklusion, ein großes Thema. Es gibt Diversität, es gibt Antirassismus. Es gibt ganz viele Sachen, die ein Thema sind. Unter anderem dann eben auch Digitalität und digitale Bildung. Also die ändert sich auch ständig und stets. Es gibt immer mehr zu tun. Ja, das auf jeden Fall. Was ich aber interessant finde, ist mit Blick auf Lehrerbildung und Digitalität, was ja immer zusammengebracht wird. Wir haben ein paar Projekte in deutschen Auslandsschulen. Singapur, Bolivien und so weiter. Und das sind also Lehrpersonen da, die das ganz normale Standard-Lehramtsausbildung durchgemacht haben in Deutschland. Und dann kommen sie zum Beispiel in Singapur, die seit 20 Jahren hat jedes Kind ein Endgerät alleine. Und die haben ein Team von EdTech, Educational Technology Coaches, EdTech Coaches. Das wäre auch vielleicht auch genau die Antwort auf deine Frage vorhin, Antonia, mit wer unterstützt Kinder, die nicht die Hilfe brauchen beim Machen von oder Nutzen von. Entschuldigung. Also diese EdTech-Coaches sind da, um die Lehrpersonen zu unterstützen, die Ressourcen sind da. Und die Lehrpersonen kommen an in einem Ökosystem, die sehr digital ist, mit der gleichen Lehrerausbildung und machen eben alles. Und haben dann kreative Zeit und kreative Ideen und so weiter. In dem Sinne auch zustimmen, was Marvin vorhin gesagt hat, es geht um das ganze System. Und Lehrerbildung ist ein Teil davon mit den anderen Ressourcen. Mhm. Ich denke auch. Also ich habe viele Freundinnen und Freunde, die auch heute Lehramt studieren, in dieser Ausbildung sind. Und ich habe immer so ein bisschen die Wahrnehmung, es gibt ja die einen, die sozusagen einfach die Psychologie auch sozusagen, ja, den Kindern dieses Lernen beizubringen oder da auch nahe drauf zu sein und das zu reagieren. Und dann denke ich, und das wäre vielleicht auch nochmal eine Idee der Weiterentwicklung, dann eben ähnlich wie auch im Ausland, dass eben über andere Inhalte, also nicht Lehrkräfte, aber den Unterricht sozusagen zu bereichern, also mit Menschen, mit Ärzten oder mit anderen denke ich, die eben auch in so einen Unterricht mal reinkommen und aus ihrer Fachexpertise da Impulse reinsetzen. Dann kommt eben mal der Steuerberater in die Schule und er erklärt, wie die Steuererklärung geht, bevor das irgendeine KI macht für uns. Ja. So, das ist, das wäre doch vielleicht so ein Bild, wo es eben auch mit dieser Aussage nicht geht, die Lehre zu diffamieren oder zu sagen, da sei was schlecht, ganz im Gegenteil. Aber es ist ja erweiterbar, es ist ja entwickelbar. Und ich sehe immer den großen Killer ganz deutlich, und ich sage es nochmal und schäme mich dafür auch nicht, ist eben in diesen Differenzierung und Begrenzung. Wir haben das auf der Kommunalebene, dann haben wir die Landesschulbehörde, dann haben wir das Kultusministerium, und das wird alles fein säuberlich voneinander getrennt und soll auch bitte getrennt bleiben. Und da sehe ich ganz persönlich ein Riesenpotenzial und Nachholbedarf. Mhm. Unsere letzte Frage vom Publikum. Wir kommen nämlich jetzt langsam schon zum Ende der Sendung leider. Wie gesagt, wir könnten dazu wahrscheinlich jetzt hier noch ein paar Stunden weitermachen. Wir haben ja noch ein paar Bereiche auch echt ausgelassen. Johanna fragt auf Instagram, Frage geht an Felicitas und Marvin. Braucht jede Schule ein Digital Lab? Und ich würde jetzt mal ergänzen, braucht jede Schule ein Digital Lab selber als eigenes oder lieber ausgelagert, wo die Lehrer von jeder Schule hingehen und sich gemeinsam fortbilden? Was ist eurer Meinung nach besser? Jetzt musst du mal. Ich habe von Marvin gelernt, das Wichtigste ist die Person, die das machen kann. Also wenn wichtig wäre, dass jede Schule Zugang zu einem Digital Lab hat. So. Und wenn wir in Braunschweig, haben wir das Basement als Digital Lab. Es gibt auch andere Möglichkeiten, es gibt Medien, Ausleihsysteme und so weiter. Aber was wichtig ist, dass es Personen gibt in der Schule, die, und dann sind wir wieder bei Zeit und Ressourcen, die Zeit haben, da was anzuregen und was zu entwickeln und was zu bauen und Ideen reinzuholen von anderswo, diese zeitliche Ressource, um etwas anzubieten, um mit den Klassen zu uns in den Basement zu kommen oder um in der Schule selber mit den Hardware, die sie da haben, kreative, neue, diversitätsbewusste und so weiter, innovative, zukunftsgerichtete Angebote zu entwickeln. Ja, jetzt haben wir natürlich ausnahmsweise gar nichts mehr übrig. Ich glaube, das ist genau der Punkt. Das Wichtige ist Zugang. Und ob wir jetzt sagen, man baut es zentral oder jeder baut sein eigenes Süppchen oder wir haben mobile Koffer und Karren, die von A nach B, das ist im Endeffekt zweitrangig. Ich glaube, die Menschen, die ich brauche,
diesen Koffer von A nach B bringen und mit Leben füllen. Oder die Lehrer dabei helfen, diesen Koffer mit Leben zu füllen. Oder optimalerweise die gemeinsam mit den Lehrern und den Schülern diesen Koffer mit Leben füllen. Das ist letztendlich das, was wir brauchen. Und wie das organisiert ist, zweitrangig, glaube ich. Da kann man sich bestimmt super lange drüber streiten. Aber das ist dann vielleicht, was Kasper gesagt hat, das Ineffiziente. Wenn dann 5 Leute reden und alle sagen, oh nee, wir machen das hier mal, wir machen das da, das macht das Land, das macht die Kommune, weiß ich nicht, ob es hilfreich ist. Wichtig ist, dass wir es haben. Kasper, vor dem Hintergrund, was wir jetzt heute Abend in dieser Runde diskutiert haben, was kannst du denn als Oberbürgermeister dafür tun, dass wir den Unterricht von morgen besser gestalten können? Was nimmst du mit? Ich nehme mit, dass für mich erstmal nochmal klar ist, unsere Kinder sind unsere Zukunft und Bildung darf keine Frage der Herkunft oder des Vermögens oder irgendwas der Eltern sein, sondern muss frei zugänglich sein und auch in der Qualität für alle gleich. Gleichermaßen gilt auch, was alle Betroffenen im Grunde oder alle Mitwirkenden in diesem Riesenspektrum über Erzieherinnen, über eben Lehrpersonal, über die Eltern, über die Schülerinnen und Schüler selbst, gilt, dass wir alle zusammen im Grunde vor dieser unglaublichen transformatorischen Herausforderung auch stehen, hier an dem Bedarf am Ende jeder einzelnen dieser Beteiligten uns orientieren müssen. Und dafür braucht es in meinen Augen den geschützten Raum. Das ist wieder das Gefäß vielleicht und die Hoffnung auch, wo ich als OB mit dran wirken kann, diesen Raum zur Verfügung zu stellen, wo dann Dinge entstehen. Von allen Beteiligten, alle zusammen, eben diesen Leuchtturm zu bilden für eine zukunftsfähige Schule und Bildung in Braunschweig. Okay. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dieser tollen Runde. Das war wirklich wahnsinnig gut, was heute an Gesprächen lief. Vielen Dank auch an euch, liebe Zuschauer. Ihr habt super mitgemacht. Ganz toll, diese Fragen, die alle reinkamen, die haben uns hier gut beschäftigt gehalten. Und danke für euren Input. Genauso wünschen wir uns das für diese Runde. Wir wollen genau die Fragen diskutieren, die euch interessieren. Und da habt ihr heute richtig schön was geliefert. Vielen Dank. Falls ihr zu diesem Thema die Sendung von heute Vormittag, von heute Mittag auch noch sehen möchtet, dann könnt ihr das natürlich, weil jede Sendung wird aufgezeichnet. Die ist im Nachhinein auch noch auf dem YouTube-Kanal zu sehen. Ihr könnt das also alles noch sehen, auch wenn ihr heute einen Teil von dieser Sendung verpasst habt. Falls euch die vergangenen Sendungen interessieren und besonders eben die von heute Mittag zum Thema Bildung und Digitalisierung, dann schaut da gerne nochmal rein. Alles aufgezeichnet, ihr könnt das im Nachgang nochmal sehen. Und wir haben die nächste Runde Klartext im Gespräch mit Kasper Haller am 12. August. Wieder von 13.30 Uhr bis 14.30 Uhr und 20.30 Uhr bis 21.30 Uhr. Und da wird es dann um das Thema New Politics gehen. Also, wenn ihr wissen wollt, was sich dahinter verbirgt und wenn ihr da gespannt seid, dann schaltet gerne wieder ein. Wir freuen uns, wenn ihr wieder dabei seid. Und jetzt schönen Abend noch. Ciao. Thank you.